Ja, wir sind heute in der Bras Akademie hier in Heusenstamm und hier ist ja die Keimzelle unseres Unternehmens. Hier hat Rudolf Bras angefangen, Dachsteine zu produzieren und hier ist auch unsere Zentrale unserer Bras Akademie, wo wir Architekten, Planern, Dachhandwerkern ganz viel Know-how beibringen. Wir sind heute hier im Studiengang Innenarchitektur von der Hochschule Kaiserslautern. Die Studierenden sind aus dem Semester 2. Sie haben insgesamt 3 Semester Baukonstruktion. Im Semester 2 machen wir Massivbau und dazu gehört auch das Dach. Und insofern sind wir froh, dass wir heute im Studienverlauf exakt heute hier sind und können auch dann in der Praxis da die Dachdeckung betreiben. Der Tag hat natürlich damit begonnen, dass wir uns den Windkanal angeschaut haben, wo die Produkte getestet werden, wie regensicher sie sind. Wir waren in der Bewitterungsanlage und haben uns angeschaut, welche Tests durchgeführt werden, bis ein Produkt überhaupt auf den Markt kommen darf. Ja, normalerweise sehen Architekten ja das fertige Produkt in der Bemusterung, haben sie was in der Hand oder vielleicht im eingebauten Zustand. Und wir zeigen heute das, was Architekten normalerweise nicht sehen, nämlich wie wird ein Produkt eigentlich hergestellt und dann später, wie verarbeiten wir ein Produkt eigentlich. Die Hochschule Kaiserslautern ist jetzt gerade in der Qualifikationsphase des Wettbewerbs. Wir fangen quasi heute an mit der praktischen Arbeit. Im Baukonstruktionsunterricht wurde schon viel theoretisch über das Dach berichtet. Jetzt dürfen die Studenten praktisch Hand anlegen und das gelernte Wissen in die Tat umsetzen. Also der Praxisteil hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Gerade weil man dann endlich mal so ein bisschen Bezug zum Praktischen eben hat und nicht nur eben das auf dem Papier nur sieht. Das Teamwork, also dass wir in der Gruppe zusammenarbeiten konnten und man auch mit Leuten arbeiten konnte, mit denen man sonst nicht so viel zusammenarbeitet und einfach die praktische Erfahrung zu haben, dass man auch sieht, wie die Systeme ineinander greifen und die Abdichtung funktioniert. Ja, es war interessant, das mal zu sehen und zu sehen, was man da alles machen muss und die Berechnungen, die man da machen muss. Und weil wir das halt meistens nur auf dem Blatt gezeichnet sehen und das hat schon, ja, hat schon Spaß gemacht. Wir finden das interessant, diese Idee, Architekturstudenten nahezubringen, dass es ja mehr als 4 Fassaden gibt, die gestaltet werden können, sondern dass es noch eine 5. Fassade obendrauf gibt. Und wir möchten sie eigentlich dazu bringen, dass sie darüber nachdenken, okay, wie kann ich diese 5. Fassade in die Gesamtgestaltung meines Baukörpers mit einbringen? Wie kann ich das mit einbeziehen? Zunächst einmal finde ich den Dreiklang jetzt aus dem Besuch heute hier im Werk, finde ich sehr schön, also mit vor allen Dingen mit dieser Praxisteil. Das andere ist, dass die Vertreter der BMI-Gruppe zu uns an die Hochschule kommen in 2-3 Wochen und dort mit in der Jury im Preise bewerten und dann im September nochmal dieser Workshop. Also das ist nicht eine Einmalveranstaltung ist, sondern dieser Dreiklang aus diesen 3 Veranstaltungen finde ich sehr angenehm und heute als Auftaktveranstaltung fand ich das sehr gelungen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ob die Studenten es schaffen, das Dach zu decken, dann schaut nach unter dachwelten.de, liked uns unter Instagram oder abonniert diesen YouTube-Kanal.